Ich möchte als erstes den Sinn und den Zwecke dieser Methode erklären und dann einige praktische Hinweise geben. Die praktischen Hinweise sind dafür gedacht, wenn man es selber macht. Aber erst einmal, wieso wir diese Methode benutzen und was sie uns bringt. Das Erste, was ich bereits angeschnitten hatte, war, dass es eine Konzentrationsstärkung sein kann, wenn man sich effektiv darauf einlässt. Weil der Geist etwas mehr zu tun bekommt, als wenn er den Atem nur betrachtet. Für die die Konzentration noch äußerst schwierig ist, die bei der Atembetrachtung kaum Konzentration haben und bei dieser Methode vielleicht etwas mehr, können diese Methode ausschließlich benutzen. Methoden sind Methoden, sind noch lange nicht die Meditation, aber sie führen dahin. Und ohne Methode wird nichts draus. Das heißt also, wenn man das Gefühl bekommt, dass man sich hier besser konzentrieren kann, dann das benutzen. Für die anderen, die sagen, ja, ich kann mich bei beiden genauso schlecht oder genauso gut konzentrieren, das ist egal. Dann zweimal den Tag diese Methode benutzen. Vielleicht einmal morgens, einmal abends, ganz egal, wie man sich das einteilt. Diese Methode ist vor allen Dingen eine ganz besonders effektive Läuterungsmethode. Und der Weg der Läuterung ist eine andere Bezeichnung für die Lehre des Buddha. Um eines Tages wirklich meditieren zu können und die ganzen Vorteile der Meditation zu erleben, die neuen Bewusstseinsebenen in sich aufzunehmen, muss die Läuterung erst geschehen sein. Solange man sich mit allzu viel Ärger und Ablehnung, Neid und Stolz, Begehren und Widerwillen abgibt, ist das, was in der Meditation auch hochkommt. Wie könnte es anders sein? Die Formel heißt, erkennen, nicht tadeln, ändern, aber auf keinen Fall behalten wollen. Das ist ja erschreckend, sowas behalten zu wollen. Wie kann man etwas behalten wollen, was ganz deutlich in den Mülleimer gehört? Das machen wir doch bei uns zu Hause auch nicht. Was in den Mülleimer gehört, gehört in den Mülleimer. Das ist nicht über Nacht und auch nicht in einem Kurs gleich zu erledigen. Das soll es auch gar nicht sein. Es muss nur der gute Wille vorhanden sein, zu erkennen, nicht zu tadeln und zu ändern. Das genügt. Wenn dieser gute Wille vorhanden ist, und ohne den geht's überhaupt nicht, dann geschieht auch was. Dass es nicht immer funktioniert, ist klar. Das muss ja auch nicht immer funktionieren. Deswegen haben unsere Bleistifte so oft Radiergummi am Ende, weil wir Fehler machen. Ist vollkommen in Ordnung. Aber wir müssen es mal erkennen. Und dieses Erkennen, das ist hier bei dieser Methode besonders verdeutlicht. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Die erste kann man so erklären, dass alle Emotionen, die wir je gehabt haben, sich in irgendeiner Weise körperlich manifestiert haben.
Haben wir uns gefreut, haben wir gelächelt oder sogar vielleicht gelacht? Haben wir uns geärgert, haben wir die Stirn gerunzelt? Je öfter wir uns ärgern, desto mehr Runzeln haben wir in der Stirn. Kann man gleich feststellen, braucht man nur zu zählen. Wenn wir traurig sind, haben wir vielleicht geweint oder unsere Mundwinkel haben sich nach unten verzogen. Wenn wir angespannt sind, ziehen sich die Schultern zusammen. Es gibt kaum einen Menschen im Westen, der nicht irgendwas mit seinen Schultern hat. Druck, Stress nennen wir das. Ist egal, wie wir es nennen, so ist es. Es hat unsere Emotionen, die aus unseren Gefühlen kommen, die zu unserem Geistesformationen gehören, haben keine andere Möglichkeit, sich zu manifestieren als körperlich. Und das tun sie natürlich ständig. Und diese körperliche Manifestation, die wir da haben, setzt sich natürlich fest, wenn wir nicht loslassen. Und dieses Festsetzen spüren wir auch als Blockaden, sehr häufig als körperliche Blockaden, so dass wir hier als erstes einmal eine Möglichkeit haben, den Körper zu erleichtern, was auch die Meditation erleichtert. Denn was hier geschieht, ist eine Notwendigkeit des Loslassens. Sollten wir an irgendeiner Stelle, die wir verspüren, festhalten, können wir die Meditation nicht weitermachen. Da hacken wir fest. Was natürlich auch vorkommt. Es kommt so weit vor, dass wir an irgendeiner Stelle etwas sehr Unangenehmes verspüren und daher nicht loslassen können und daher in der Meditation nicht weiterkommen, in dieser Methode. Beim nächsten Mal müssen wir uns das Loslassen noch fester vornehmen. Diese Übung des Loslassens ist erstens einmal eine Möglichkeit von Loslassen von effektiven körperlichen Blockaden, die natürlich auch nicht immer funktionieren, aber dennoch auf jeden Fall während der Meditation äußerst hilfreich sind, sodass gerade während der Meditation eine große Erleichterung entsteht. Es ist aber, das ist nur ein ganz kleiner Teil von dieser Methode. Das Loslassen, das wir dabei lernen, ist genau das Loslassen, von dem ich bereits seit 2 Tagen spreche. Nicht festhalten, nicht anhaften, nicht glauben, das bin ich, sondern loslassen. Je mehr wir loslassen, desto besser können wir meditieren. Je mehr wir mit dem Allen, was geschieht, mitfließen, desto weniger Abwehr, desto weniger Blockaden bauen wir auf. Wir fließen mit. Dazu muss man loslassen. Hier bei dieser Methode sind wir gezwungen loszulassen, wenn wir von oben bis unten durchgehen wollen. Wenn wir nicht loslassen, geht es einfach nicht weiter. Dann bleiben wir hacken beim Knie oder wo immer es sei. Das passiert. Nächstes Mal anders. Aber dieses Lernen des Loslassens hat natürlich und zieht natürlich weite Kreise um sich. Es ist dann auch ein Loslassen der Anhänglichkeit, nicht nur an unsere eigenen Empfindungen, sondern auch, und Emotionen, sondern auch der Anhänglichkeit an die Dinge der Welt, die Menschen, die wir glauben, dass sie uns gehören, an uns selbst. Wir können erst mit der Vergänglichkeit mitfließen, wenn wir die Anhänglichkeit losgelassen haben. Dieses Loslassen ist also auf vielen Ebenen zu finden. Als erstes einmal, um die Meditation weiterzuführen. Und
um einige der Körperblockaden während der Meditation loszuwerden, so man besser sitzen kann vor allen Dingen. Aber auch, wenn das Loslassen öfter geübt wird, so sind wir nicht mehr so anfällig für die gleichen Emotionen. Es ist im Allgemeinen so, dass jeder Mensch, sagen wir lieber fast jeder Mensch, damit es auch stimmt, auf die gleichen Druckknöpfe auf die gleiche Art und Weise reagiert. Und kennt man den Menschen schon eine Weile, dann braucht man gar nicht mehr auf den Druckknopf zu drücken. Da weiß man schon, was da für eine Reaktion hochkommt. Immer wieder das Gleiche. Bei manchen Menschen muss man auf so einen Knopf etwas stärker drücken und bei manchen fast gar nicht. Und schon springt die Reaktion heraus. Diese Reaktionen sind Gift. Absolutes Gift, mit dem man sich selber vergiftet. Man versucht natürlich, den anderen zu vergiften. Der auf den Knopf gedrückt hat. Aber wenn der schon einigermaßen praktiziert hat, dann lässt er das Gift an sich ablaufen. Hat er noch nicht genügend praktiziert, dann allerdings. Dann haben wir nicht nur uns selbst vergiftet, sondern den anderen mit. Wie so eine Giftschlange. Schrecklicher Gedanke, ne? Diese Reaktionen einmal loszulassen, das ist ein Teil dieser Methode. Und das habe ich, ja, ich weiß nicht wie oft, bei dem Durchführen gesagt. Feststellen, loslassen, weitergehen. Wir müssen nicht reagieren. Wir schaden nur uns selbst. Der sich am meisten vergiftet, ist der das Gift ausspuckt. Wie unangenehm. Wozu das alles? Ist doch total unnötig. Wozu machen wir denn so einen Unsinn? Ich sage bei dieser Gelegenheit immer, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Jeder kennt diesen Satz. Und? Hat das schon mal jemand erlebt? Nicht solange dieser Satz besteht. Und? Wer ist schuld? Unsere Reaktion. Diese Methode hat es in sich, dass wir lernen können, das ist ein Lernprozess, dass wir die Reaktionen vollkommen aufgeben während der Meditation. Es hat überhaupt keinen Sinn, auf ein unangenehmes Gefühl bei dieser Meditation zu reagieren. Denn sobald wir sie loslassen, zur nächsten Stelle gehen, kommt ganz was anderes. Außer wir kleben fest. Haften an der unangenehmen Stelle. Dann allerdings, dann können wir mal weiter reagieren, wenn es uns Spaß macht. Dieses Loslassen hat also viele verschiedene Resultate und Möglichkeiten. Sie hat zuerst einmal das Körperliche, dann das Emotionelle, dass wir nicht reagieren, und dann auch lernen wir dadurch, wenn wir diese Methode weiterführen und öfter machen, dass hier, wo wir glauben, dass ich bin, ständig etwas anderes sitzt. Diese Emotionen und diese Gefühle, Empfindungen, die da hochkommen, ändern sich andauernd. Und wir lassen etwas los von dem Glauben an die Solidität und Kompaktheit dieses Menschen, den wir Ich nennen. Die Frage, wem gehört dies oder wer ist das, ist unnötig. Die Praxis zeigt, dass sich alles, was wir glauben zu sein, ständig verändert. Und dann kommt eines Tages ganz sicher sogar das Verständnis hoch. Da ist keine Substanz. Da ist nur ein ständig sich veränderndes Phänomen.
Auch das ist durch diese Methode festzustellen, aber langsam voran, Schritt nach Schritt, erst einmal sich konzentrieren. Zweitens einmal die an den unangenehmen Gefühlen nicht festhalten. Genauso wenig an den angenehmen. Auch die sind veränderlich. Und einmal das Kennenlernen, diese Körperempfindungen also loslassen, die Emotionen loslassen und lernen, nicht zu reagieren. Nun wird uns das nicht gelingen im täglichen Leben, andauernd. Aber irgendwann einmal wird es uns doch gelingen. Die Reaktion, die bei uns immer hochkommt, wenn etwas angenehm ist, nämlich die Reaktion des Behaltenwollens und Wiederhabenwollens. Und die Reaktion, wenn etwas unangenehm ist, mir nicht passt, weil ich es mir anders ausgedacht habe. Die Reaktion der Ablehnung kann man feststellen und fallen lassen. Und dieses Fallen lassen ist das, was wir hier lernen. Es ist ein hochinteressanter Prozess, der sich da abspielt. Nun ist es so, dass vieles davon bei dieser Methode automatisch vor sich geht. Und diese Automatik bei der Methode ist natürlich äußerst hilfreich. Wie ich schon sagte, wir können gar nicht weiter meditieren, wenn wir nicht fallen lassen. Also es ist automatisch. Wir müssen. Außer wir sind so mit unseren Knieschmerzen verhaftet oder mit unseren Bauchschmerzen oder was immer es sei, dass wir unmöglich loslassen können. Dann geht es vielleicht besser das nächste Mal. Und die Automatik der Läuterung ist auch vorhanden. Die Automatik der Läuterung ist erstens einmal bei jeder Konzentration vorhanden. Es ist unmöglich, zwei Dinge mit dem Geist auf einmal zu tun. Das ist noch ein Glück. Wir können nicht hassen und begehrlich sein und gleichzeitig konzentriert. Das ist eine automatische Läuterung, die aber bei jeder Meditation vorhanden ist. Und das Erkennen der Vergänglichkeit von allen Gefühlen und Empfindungen dürfte dem Läuterungsprozess äußerst günstig unterstützen. Denn je mehr wir diese Vergänglichkeit als ein Teil unserer Selbst verstehen und in uns aufnehmen, desto weniger wollen wir das Ich behaupten. Ist doch sowieso alles vergänglich. Es läuft alles dahin. Auf dem Weg dieses Verlaufes gibt es natürlich Dinge, die wir tun können. Aber sie müssen nicht die Solidität und die Kompaktheit unserer Selbst bestätigen. Sodass wir durch das Loslassen sehr viele Vorteile bekommen und das Nicht-Reagieren im täglichen Leben üben können. Und dieses Nicht-Reagieren, bitte, es bedeutet nicht unterdrücken. Ich glaube, das haben wir nur schon hinter uns, ne? Das haben wir erledigt mit dem Unterdrücken. Sollten wir es noch nicht erledigt haben, dann bitte können wir noch mal im Interview danach fragen. Dieses Nicht-Reagieren ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns im täglichen Leben läutern können. Denn was wir dabei machen, ist unsere Begierde und unsere Ablehnung zu ersetzen mit Gleichmut. Und Gleichmut ist eins der 7 Erleuchtungsfaktoren. Das heißt also, es muss praktiziert werden, um etwas Freiheit zu finden. Wenn es einmal perfekt ist, haben wir volle Freiheit, aber erstmal etwas Freiheit. Auf der praktischen Seite. Sollte jemand überhaupt keine Empfindungen festgestellt haben, dann muss er diese Methode mit dem Berührungskontakt benutzen, den Berührungskontakt der Kleidung, der immer vorhanden ist. Und dann natürlich auch der Berührungskontakt des Sitzens.
Und wenn man das 2-3 Mal gemacht hat mit dem Berührungskontakt, dann wird es ganz sicherlich auch möglich sein, die Empfindungen, die der Körper hat, zu verspüren ohne diesen Berührungskontakt. Das ist auf jeden Fall ein erstes Hilfsmittel. Wie ich schon sagte, wenn man sich besser konzentrieren kann dabei, kann man bei dieser Methode bleiben. Für die anderen würde ich vorschlagen, 2-mal den Tag, um diesen Läuterungsprozess durchzumachen, der dabei ganz stark ins Spiel kommt. Wenn jemand, und das passiert sehr häufig, an der Kopfspitze nichts empfunden hat, weil man dort anfängt und noch nicht weiß, wie das zu machen, dann an der Stelle anfangen, wo die erste Empfindung kam, und wenn, sagen wir mal, vielleicht am Auge, und von dort nach oben zur Kopfspitze und heraus, und das vielleicht 10-mal, und dann nochmal an der Kopfspitze anfangen, dann ist die Fähigkeit des Verspürens gestärkt, die ganze Gegend ist mehr sensibel und wir können sie leichter empfinden. Wenn wir eine große Stelle, so wie die Brust oder den Rücken, nicht verspürt haben, dann kann man das in Streifen machen. Zum Beispiel, auch wenn wir einen ganzen Arm nicht verspürt haben, eine große Stelle. Wir fangen an der linken Schulter an, nehmen einen Streifen, ungefähr 3 Zentimeter breit, ist ganz egal, wie breit, und gehen von der Schulter zur Taille herunter, diesen Streifen, wieder herauf, herunter und herauf, also 4-mal denselben Streifen und dann nächsten Streifen, bis wir an der rechten Schulter angekommen sind. Es sind dann kleinere Stellen, die wir betrachten und daher ist es etwas leichter. Dasselbe gilt für den Rücken. Wenn jemand übel geworden ist dabei, so ist das ein äußerst gutes Zeichen und kein Grund zum Trauer oder Ablehnung. Es sieht nämlich so aus. Man stelle sich vor, dass ein Mensch in dieser Turnhalle 50 Jahre lebt, ohne je seinen Müll herauszutragen. Der ganze Abfall vom Essen, ganzen schmutzigen Geschirr, schmutzigen Kleidung, ganze Staub, alle Papiere, alles häuft sich bis zur Decke. Er ist es so gewöhnt und so wohnt er weiter in diesem Durcheinander. Dann kommt aber ein guter Freund, nimmt einen Besen und fegt eine kleine Ecke sauber und sagt zu dem, der hier lebt, probier doch mal hier die kleine Ecke, die habe ich sauber gemacht, gefällt dir das nicht besser? Und dann merkt er den Unterschied. Und dann fängt er an, den ganzen Müll herauszutragen. Hat natürlich eine Weile zu tun, aber wenn er damit fertig ist, hat er eine schöne, große Wohnung, in der er auch atmen kann. So sieht's aus mit den Emotionen, die wir in uns aufgespeichert haben. Wir haben sie im Allgemeinen nicht dorthin gebracht, wo sie hingehören, in Mülleimer. Sondern wir haben sie teilweise sogar ganz bewusst, sehr häufig ganz unbewusst, aber teilweise ganz bewusst festgehalten und uns damit identifiziert. Und sogar mit denen, die äußerst unangenehm sind. Wie das ein Mensch fertig bringt, ist kaum zu verstehen. Aber es ist nicht nur ein Mensch, der das fertig bringt. Machen Tausende.
wahrscheinlich Millionen, ich weiß es nicht, sich mit den unangenehmen Emotionen, die sie haben, zu identifizieren und sie festzuhalten. Wenn man das mit den angenehmen macht, kann man es noch verstehen. Das hat noch eine gewisse Berechtigung. Aber die unangenehmen, daher also, wenn wir diesen Weg dieser Methode benutzen, so haben wir die Möglichkeit, immer wieder alles rauszukehren. Nun ist es aber allerdings so, dass wir ja jeden Tag wieder irgendwelche Negativitäten haben. Das heißt also, wir müssen jeden Tag wieder säubern. Sollte uns übel geworden sein, so kann man, wie wenn man in die Bauchgegend kommt, so kann man annehmen, dass derjenige einen riesen Mülleimer auf einmal herausgetragen hat. Was ein sehr gutes Zeichen ist. Und es kommt im Allgemeinen nur ein einziges Mal vor. Es ist schon mal zweimal vorgekommen bei jemand, aber im Allgemeinen passiert es nur einmal. Das nächste Mal kommen dann immer nur so kleine Nachschübe von dem ganzen Müll. Der große Mülleimer ist dann schon raus. Das heißt also, keine Angst davor haben, es ist vollkommen in Ordnung. Im Gegenteil, es ist ein äußerst gutes Zeichen. Und diese Müllabfuhr, die wir da mit uns selber machen, bringt natürlich auch Einsichten. Denn je positiver der Geist ist und je weniger er sich mit der Vergangenheit beschäftigt, desto klarer wird er. Und die Klarheit des Geistes bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und das ist der Zweck der Übung. Natürlich redet sich jeder ein, er kann die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Aber nach dem Buddha zu urteilen, kann das nur jemand, der kurz vor der Erleuchtung steht oder schon erleuchtet ist. Im Allgemeinen sehen wir die Dinge so, wie wir sie gern hätten. Aber ein Geist, der positiv ist und der sich von vielem befreit hat, was er mit sich rumgeschleppt hat, der hat natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten kann man dann verwenden. Das heißt also, wenn jemand dieses unangenehme Gefühl der Übelkeit bekommen hat, ist ein sehr gutes Zeichen. Ich möchte vorschlagen, dass bei der nächsten Gruppenmeditation nach der Ruhepause vor allen Dingen diejenigen, die diese Methode zum ersten Mal gemacht haben, sie sofort selber wiederholen, damit sie nicht vergessen, wie man es macht. Die anderen, die sie schon öfter gemacht haben und sich darüber ganz klar sind, wie man das macht, können es ein- oder zweimal den Tag machen, wann immer es ihnen angenehm ist. Für die, die neu dabei sind, sofort es unternehmen. Dazu wäre noch zu sagen, es ist ganz egal, ob erst rechts oder links. Ich mache immer erst links, damit ich nicht in irgendwelche Schwierigkeiten gerate. Dazu wäre noch Folgendes zu sagen. Wenn ich es durchführe, dauert es im Allgemeinen etwas mehr als eine Stunde. Wir haben 7 Minuten über die Stunde gebraucht. Das braucht man alleine nicht. Das kommt daher, dass das Ansagen bedeutend länger dauert, als wenn man es einfach macht. Und dann, nachdem ich es angesagt habe, mache ich es selber. Und dann überlege ich noch und schaue, ob wohl jeder damit hinterhergekommen ist. Und dann dauert es natürlich viel länger. Es sollte im Prinzip nicht länger als eine Dreiviertelstunde dauern und nicht weniger als eine halbe. Wenn es eine halbe Stunde dauert, kann man dann als zweites, wenn auch eine Viertelstunde übrig ist von der Gruppenmeditation, den Atem benutzen oder noch einmal durchgehen. Man kann gar nicht oft genug diesen Läuterungsprozess vornehmen. Es kommt sehr häufig bei jedem Mal am Anfang irgendetwas Neues hoch, was man dann auch draußen in die Mülltonne bringen kann, was eine unheimliche Erleichterung ist.
Wenn man beim zweiten Mal eine Viertelstunde nur übrig hat und durchgeht und nicht ganz bis zum Ende kommt, dann geht man von dort, wo man aufgehört hat, ganz schnell entweder durch die Arme und die Hände heraus aus den Fingerspitzen oder, wenn man näher an den Beinen ist, die Beine heraus, herunter und heraus aus den Fußspitzen, damit sozusagen ein Ende der Meditation gegeben ist und man nicht mittendrin aufhört. Wir gehen aus den Zehenspitzen und aus den Fingerspitzen heraus, weil dort kein anderer Platz mehr übrig ist zum Loslassen. Heraus ist dann das Loslassen. Da ist der Körper zu Ende. Ich denke, dass ich die allgemeinen Fragen, die sich bei dieser Methode immer wieder zeigen, beantwortet habe. Sie kommen im Allgemeinen in dieser Form und das Wichtigste dabei ist, es zu machen. Es ist eine große Hilfe, wenn man es regelmäßig macht. Man kann es auch schneller machen, aber am Anfang der Praxis ist das nicht angesagt. Es ist bedeutend besser, es in einer halben Stunde Minimum zu machen, damit es etwas genau gemacht wird. Wenn man gemerkt hat, man hat irgendeine Stelle ausgelassen, schadet nichts. Man findet sie nächstes Mal. Macht überhaupt nichts. Wenn man merkt, man haftet irgendwo, sich selber gut zu reden zum Loslassen. Je mehr man loslassen kann, desto weniger Schwierigkeiten hat man im Leben. Das kann man mal untersuchen und sehen und erleben, wie herrlich das ist, wenn man alles loslassen kann. Dann ist man, wie der Buddha gesagt hat, frei wie ein Vogel, der nichts mit sich trägt. Ich wünsche allen eine gute Mahlzeit.